Guck. Da ist er wieder. Ich begrüße euch zurück in der Vulkanfestung mit einer weiteren Runde Jackzock to Risen. Wir haben das letzte Mal hier angefangen, in der Vulkanfestung rumzuschnüffeln, um mir einen Mord aufzuklären. Und der da ist der Hauptverdächtige momentan. Und bevor ihr euch fragt, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, wer das war hier mit dem Mord. Jo, dafür ist es zu lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Jo, darf ich hier eigentlich hin? Wer bist du denn? Halt! Solange Meister Vitus dir keine Erlaubnis erteilt, wirst du dich vom oberen Bereich der Festung fernhalten. Dann halt nicht. So, die Küche haben wir gefunden. Was ist hier? Oh, die suhlen sich richtig, die Schweine. Jo, na, was bist du denn für einer? Armer Tropf, Fred. Hey, noch nicht lange hier, was? Ich bin Fred. Du kannst eigentlich mal für mich hier weitermachen. Was? Den Mist wegschaufeln? Warum sollte ich? Ich verlange ja nicht, dass du es umsonst machst. Was hast du anzubieten? Ich habe was ganz Besonderes. Eine Flasche herben Feuerrausch. Was bist du denn für einer? Du hast mich geschlagen. Ich schlag dich gleich nochmal. Was ist dieser Feuerrausch? Ein Wein, einer, den ich an deiner Stelle nicht trinken würde. Warum nicht? Der Keller ist voll mit Weinflaschen. Einige sind lieblich, andere fruchtig, aber alle heben sanft das Gemüt. Das hat Wein so an sich. Aber dieser hier ist was Besonderes. Ein paar Schlucke davon reichen aus, um einen Mann größenwahnsinnig zu machen. Er wird sich gut fühlen, aber er wird nicht mehr merken, was er sagt. Also heb ihn dir für eine besondere Gelegenheit auf. Und wenn du mal selber einen guten Tropfen trinken willst, lass es mich wissen. Nee, hier. Du kümmerst dich auch um den Wein. Ich bin sowas wie der Mundschenk der Magier. Ich habe den Schlüssel zum Weinkeller von Meister Ignatius persönlich bekommen. Warum wurde dir die Arbeit zugeteilt? Gibt es dafür einen Grund? Der Grund ist einfach, weil es gemacht werden muss. Jeder kann die Scheiße wegräumen und ich mache es jetzt schon seit Tagen. Es wird einfach Zeit, dass sich jemand anders um die Scheiße kümmert. Ach, so sieht das aus. Was sagen die Magier dazu, dass du mit dem Wein handelst? Ach, die haben doch ganz andere Sorgen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir sowieso alle dem Untergang geweiht. Warum sollten wir den Wein dann aufheben? Also, wenn du mal Bedarf hast, kann ich dir ein paar Flaschen überlassen. Ich komme darauf zurück. Und wenn du Bedarf an besonderen Fähigkeiten hast, bin ich auch dein Mann. Besondere Fähigkeiten? Besondere Fähigkeiten? Naja, Fähigkeiten, die nicht unbedingt jeder Ordenskrieger beherrscht. Nun sag schon, was du meinst. Ich rede von Geschicklichkeit, vom Schleichen und vom Taschendiebstahl. Was denn? Du bist ein Taschendieb? Na toll, das hat sogar Meister Taub gehört. Was kannst du mir beibringen? Na super. Ich habe eine Frage zum Taschendiebstahl. Pass auf. Das Wichtigste ist, dass du dein Gegenüber ablenkst. Nur so kannst du ihn erfolgreich beklauen. Interessant. Gib mir den Kellerschlüssel. Das ist nicht nur ein schnöder Kellerschlüssel. Das ist der Schlüssel zur Quelle der Glückseligkeit. Dann gib mir den Schlüssel zur Glückseligkeit. Genauso gut könntest du verlangen, dass ich mir das Herz rausreiße. Na, mach mal. Ich will ihn doch nur mal kurz ausleihen. Das kommt gar nicht in Frage. Ich habe ihn ja schon. Oh, warte mal. Ich sehe mal, ob ich jemanden finde, der dich ablöst. Weißt du was? Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Du lässt mich nicht in der Scheiße sitzen. Hier, nimm die Flasche. Ich vertraue dir. Und noch was. Schnapp dir einen von den Novizen. Die haben doch eh nichts anderes zu tun, als zu fegen. Machen wir. Fred vertraut dir. Wo ist jetzt der Weinkeller? Und jetzt war hier drin. So. Und nochmal von vorne. Ach, und nochmal. So. Oh, und jawohl. So. Darf ich hier überhaupt rein?
Ich meine, ich bin ja Rekrut, ich darf die Sachen doch eigentlich nehmen, oder? Ja, wo ist denn der Weinkeller überhaupt? Aber nee, wir gehen jetzt noch nicht in den Weinkeller. Oder? Na also. Das gute alte rechts und links Schlösserknacksystem. Ja, wo geht's hier runter? Ist das der Weinkeller? Nö. Wo komme ich in den Weinkeller? Ich will den Weinkeller plündern. Hier runter? Nee, war ich doch schon drin. Hier sind die Badewannen. Ach, hier habe ich schon geplündert. Ja. Ich wüsste, wo der Weinkeller ist. Ja. Okay, wir machen die Sache jetzt erstmal mit Bronco hier fertig. Hallo, Kollege. Ich habe mir einen Stab besorgt. Und? Willst du jetzt dafür einen Orden? Ja. Ja, ein Orden würde mir gefallen. Du bist noch dümmer, als ich dachte. Aber warte nur. Das werden wir dir schon austreiben. Du wirst jetzt lernen, wie du deinen neuen Stab richtig benutzt. Tucker, William und Kato sollen mit dir trainieren und kämpfen. Wenn sie mit dir zufrieden sind, kommst du wieder zu mir. Und mach keinen Scheiß. Ich behalte dich im Auge. Hast du das verstanden? Alles klar. Dein mangelnder Respekt einem Meister gegenüber ist ein Zeichen von Schwäche. Und Schwäche bedeutet für einen Krieger Schmerzen. Klar, was ich meine? Wie war das jetzt noch gleich? Jetzt hör mir mal gut zu, du Spinner. Noch ein blöder Scherz. Und ich werde dich so fertig machen, dass du nicht mehr weißt, ob du eine Frau oder ein Kerl bist. Ist das jetzt klar? Ich hab da so ein Klingeln in den Ohren. So, jetzt reicht's. Also, ich hab mich fertig angelegt. Später. Mir fällt gerade was viel Besseres für dich ein. Bevor du dein Training beginnst, wirst du die Schlafkammern ausfegen. Also schwing schön den Besen. Ja, in gewisser Weise haben wir dadurch noch eine Quest gekriegt. Wegen Hemmler. Hemmler war ein Krauthändler. Aha. Hast du mit Kaspar gesprochen? Hab ich. Er scheint mir ein aufgeweckter Bursche zu sein. Es ist nicht nötig, dass du uns beide auf dem Laufenden hältst. Wende dich an ihn und berichte mir, wenn du den Mörder gefunden hast. Warte noch. Ich denke, für deine weiteren Untersuchungen wirst du den Leichnam nicht mehr benötigen. Ich werde mich darum kümmern, dass er zur letzten Ruhe gebettet wird. Ja. Machen wir das einfach mal. Naja, hier ist nichts mit Meister oder Herr Gerbrand oder sowas. Was willst du hier? Halt die Schnauze. Ja, steht das jetzt da, wie viele? Das finde ich aber auch schön gemacht, wenn die für so eine Quest, dass ich hier nicht wie bei Gothic 2 hier die anderen anheuern muss, sondern direkt hier Ansatzpunkte habe, hier mit den Schutterhaufen. So, wir müssen natürlich auch in den Truhen fegen. Ach, und nochmal. Geschafft. Telekinese, hier gibt's wieder Telekinese. Gab's das eigentlich? Gab's das bei Gothic 3 auch? Weil es wird ja immer gesagt, ich meine, bei Gothic 3, ich habe da nie drauf geachtet, ob es dort Telekinese gab. Bei Gothic 2 gab's keine, bei Gothic 1 ja sowieso.
So, die Möhre muss mit. Irgendwo hier in der Burg rennt ein rotzfrecher und gnadenloser Dieb rum. Ja. Ich werde mal lieber mein Schwert anlegen gleich. Scheiß auf den Stab. Was? Was willst du denn von mir? Halt's Maul, verpiss dich. Sag mal, hast du irgendein Problem? Was soll das? Warum schleichst du hier herum? Ich will nur hier rein, ohne dass du mich siehst, das ist alles. Ich soll hier sauber machen. Hab ich gemacht. Ja. Suchst du was Bestimmtes? Ja, ich such den Inhalt dieser Kiste. Ja, hau ab. Dankeschön. Geht alles mit. So, Freundchen. Was ist hier drin? Was ich hier will? Warte. Das werde ich gleich zeigen. Das Problem ist, der steht so scheiße da, der könnte sich jeden Moment umdrehen. Du diebische Ratte, ich mach dich fertig! Scheiße! Wer denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Weinkeller. Wer hat sich jetzt hier zu Wort gemeldet? Scheiße. Laden wir lieber mal, ne? Ich will keinen Ärger haben in der... Wir nehmen mal nur die Kiste mit. Irgendjemand benutzt hier Wallhack. Pass auf, was du anfasst. Ja, ich pass schon auf, keine Angst. So, hier unten haben wir alle. Oh, hier unten jetzt noch was. Was willst du hier? Ja. Hau ab. So, geh mal weg. Raus hier. Was willst du hier? Was soll das? Warum schleichst du hier? Pass auf, was du anfasst. Na was denn nun? Geh weiter! Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Ja, natürlich weiß ich das. Hast du doch gerade gesehen. Oh, naja, du hast es nicht gesehen. Was sind schon wieder? Hatten wir die schon... Erstmal ganz geschmeidig die Burg ausplündern. So, war hier auch noch Dreck drin, den ich aufkehren soll. Aber ich glaube, hier war ich schon. Gibt's was? Nö, hier war ich noch nicht, aber jetzt. So. Dankeschön. Apfel. So, hier, wo ist der Typ drin? Bloß nichts an. Okay, mehr waren glaube ich nicht, oder? Was ist? Ist was? Ja, tote Festung, fege die Kammern aus. Das reicht. Also deswegen schön den Besen. Ja. Welche denn noch? Also hier ist nichts mehr drin. Pass auf, was du anfasst. Halt die Fresse. Hier auch nicht mehr. Hier auch was nicht. Du hier? Hier auch nicht.
haben wir uns da einen Bären aufbinden lassen. Ja, ich weiß, ich war ein bisschen frech, aber naja gut, was ist da oben? So, waren wir hier schon? Hier waren wir schon, okay. Hier drüben waren wir auch. Ja, jetzt ist es jetzt nur die Novizenkammern oder alle Kammern? Pass auf, was du anfasst. Ach, halt doch endlich mal den Ranzen. Was willst du hier? Pass auf, was du anfasst. Ja, ja, halt doch deine Schnauze. So, die Kammern haben wir alle. So, etwa im Weinkeller. Können wir den Weinkeller plündern? Hier war doch, glaube ich, war hier nicht ein versteckter Zugang oder sowas? Irgendwas war doch hier. Keine Ahnung. Jetzt habe ich die Kammern alle ausgefegt. Und weiter? Was ist? Ach so, ich will dann erstmal gegen die Typen da kämpfen. Hier unten etwa auch. Dich mal um den Misthaufen kümmern. Und? Und was? Versteh mich nicht falsch, ich habe kein Problem damit, mich dreckig zu machen. Es hat halt alles seinen Preis. Was verlangst du, damit du dich um den Misthaufen kümmerst? Harlock, der dicke Mistkerl, macht zwar einen guten Eintopf, aber den krieg jeder nur einmal. Du willst doch nicht etwa meinen Namen. Naja, also am liebsten schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Na gut, vergiss den Eintopf. Dann bring mir stattdessen 10 Äpfel. Die sollen ja angeblich auch stark machen. Ich hätte lieber den Eintopf gegeben. Was bist denn du für ein Blinz hier? Was spiel ich hier überhaupt für einen Typen? Scheiß auf den Eintopf. Ja, komm. Oder? Wir gucken mal, ob wir noch jemand anders finden. Aber hier ist gerade hier mit den Kehren, ist hier gerade, oder Fegen. Das ist gerade ein bisschen komisch. Nee, okay. Lassen wir mal die Fegerei sein. Oh, hier hinten noch was. Achso. Hier, wo ging's zum Trainingsplatz? Tacker. Ja. Okay, das Tor der Festung. Prüfung, Vulkanfestung, Training, Grundausbildung. Bronco. Parker, William und Kato. Okay. Dann machen wir das mal. Schwirr ab und geh putzen, du Mädchen. Was? Schwirr ab und geh putzen, du Mädchen. Bist du bescheuert? Suchst du wen? Hast du keinen Was? Anderen, den du verquatschen Hi, ich bin William. Hast du dich auch freiwillig gemeldet? Klar. Das ist gut. Es ist wichtig, Männer an unserer Seite zu wissen, die aus freiem Herzen für unsere Sache kämpfen. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Wirklich? Meine Mutter?
Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, sie ist in der Hafenstadt. Ah, sehr gut. Das ist der richtige Ort für sie. Danke für diese gute Nachricht. Ist sie dir was wert? Ja. Wieso hast du dich freiwillig gemeldet? Weil es etwas gibt, für das es sich zu kämpfen lohnt. Meine Eltern hatten einen Hof auf der Insel, bis diese Monster aus der Erde kamen. Jetzt haben sie nichts mehr. Zum Glück leben sie noch. Sie sind in die Stadt gebracht worden. Aber ich habe geschworen, alles zu tun, was notwendig ist, um diese Monster zu besiegen. Jetzt darf ich wirklich erst mit denen über den Kampf reden, wenn ich hier den Besen geschwungen habe, oder was? Du blöder Arsch, na warte. Oh, da war noch jemand. Hier, wer war der dritte? Bronco, Tucker, wo ist Tucker? Den hatte ich ja vorhin auch schon mal gesehen. Gut. Schwirre ab und geh putzen. Ja, das Problem ist bloß, ich habe doch alle Kammern gemacht. Oder hier drin auch. Da waren hier hinten auch noch Kammern. Du bist also Tucker. Hey, du bist neu hier, was? Ich bin Tucker, Rekrut der Inquisition. Was für ein Hohn. Dieselben Leute, die mich in Ketten gelegt haben, wollen jetzt, dass ich für sie kämpfe. Das scheint dir nicht zu gefallen. Denk doch mal nach. Wenn sie uns schon zum Dienst anziehen, dann ist die Kacke am Dampfen. Haben wir denn eine Wahl? Nein, alles, was wir tun können, ist uns vorzubereiten. Eine Stunde Training kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Ja, ich hab doch alle Kammern gemacht, wurde nur noch. Der will mich echt rollen. Na, können wir irgendjemanden, können wir den verpetzen? Ich kann jetzt nicht. Ja, was gibt's? Zehn Äpfel geben. Ich brauche Ruhe. Boah, das ist der einzigste, dem ich das sagen kann. Hier ist ja nichts mehr. Ich hab doch alle gemacht. Was willst du hier? Überlege mal, ey. Warte mal. Ich guck das gleich mal nach. Leute, wartet mal. Das ist mir gerade zu doof. Risen. Kammern. Fege die Kammern aus. Ich war zu gemein zum Bronco, ja, das war ich auch. Strafe muss ich die ausfegen. Du hast mindestens einen Schritt auf übersehen. Manche sind doch sehr schwer zu erkennen. Du musst 10 Haufen gefegt haben. Ich habe 9 im Inventar, das heißt einer fehlt mir. Aber alle Schlafkammern mehrmals durchsuchen, nichts gefunden, die anderen 9 waren entdecken. Alles gefunden. Ich habe die Schutt auf im Inventar. Sonstiges. Schutthaufen. Pass auf, was du anfasst. Ach, halt doch mal den Rand. Also wenn das jetzt hier irgendwas verbuggt ist, dann ist das natürlich auch scheiße.
10 Haufen haben soll ich machen. Ich habe 9. Einer fehlt mir also noch. Die sollen schwer zu entdecken sein. Aber einige davon. Oh, verpiss dich, ich mach den Weg frei. Haut doch mal ab. Das willst du. Ah! Okay. Haupt, haupt, du! Nö. Hast du noch eine Quest für mich? Die Kammern sind sauber. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Falls nicht, sucht Harlock bestimmt noch jemanden, der Kartoffeln schält. Ach was. Geh jetzt trainieren und mach keinen Mist. So. Sieh an, die neue. Na Süße, darfst du auch schon mit einem Stab spielen? Lies lieber ein Buch, dann tust du dir nicht weh, Frischling. Schwirr ab. Hast du mal ein Stängelkraut? Kauf dir selber was, dann gewöhnst du dich schon mal an die Preise. Wir sollen trainieren. Ich werde bestimmt nicht Kindermädchen für dich spielen. Ich habe auch Besseres zu tun, aber ich mache hier nicht die Regeln. Na schön, pass auf. Wenn du mit Tucker und William fertig bist, reden wir weiter. Und jetzt zisch ab. Du bist, hältst dich also für den ganz Großen. Okay, das werden wir noch feststellen, Freundchen. Du sollst mich trainieren. Tja, also dann erkläre ich dir mal, wie das hier läuft. Bei Tucker kannst du deine Stärke trainieren. Ich zeige dir, wie du mit einem Stab kämpfst. Will ich gar nicht wissen. Ich bin zwar noch weit davon entfernt, ein Meister zu werden, aber für ein paar grundsätzliche Techniken wird's schon reichen. Wenn Tucker mit dir zufrieden ist, machen wir zwei einen Kampf. Und dann? Tja, dann musst du nur noch gegen Kato antreten. Aber sieh dich vor, der Kerl ist ein ziemliches Arschloch. Ich dachte, Bronco wäre hier das Arschloch. Tja, Kato steht ihm in nichts nach. Lass dich von dem Mistkerl nicht verarschen. Hey. Wie viel habe ich jetzt? Schaffen wir das noch in der Folge jetzt hier mit dem... Nee, hier, falls wir hier lang. Mit dem Tucker. Die Typen fressen sich das zum Frühstück. Ehrlich. Ja. Wir sollen trainieren. Gut, dann wollen wir das mal tun. Damit aus dir ein guter Stabkämpfer wird, musst du Stärke und Technik trainieren. Ich werde dafür sorgen, dass du was auf die Arme kriegst. Und wenn du trainiert hast, machen wir einen Kampf. Dann kriegst du die Gelegenheit, mir zu zeigen, was du drauf hast. Was sind die Regeln für den Kampf? Sobald wir die Arena betreten haben, geht's los. Der Kampf dauert so lange, bis einer am Boden liegt. Und wer die Arena vorher verlässt, ist ein Feigling. Das ist schon alles. Ja, diese Regel gilt allerdings nur für mich, das habe ich schon festgestellt. Ich will gegen dich kämpfen. Na schön, aber keine Tricks. Ich will einen ehrlichen Kampf. Und mach dir keine Sorgen. Wenn du verlierst, werden wir den Kampf wiederholen. Machen wir es kurz. Wo ist mein Schild? Ja. Ja, jetzt hör mal auf. Nein. Oh. Danke für den Novizenstab. Wo ist mein Schild? Oh, guck mal. Nein. Das war gut. Du kannst ja doch was. Unser Training ist beendet. William ist der Nächste, gegen den du antreten kannst. Ja. Alles klar, Kollege. Und damit... Mit dem vergewitterten Blick auf diese Landschaft. Ein Feierabend für heute. Oh, jetzt speichern wir das ganze Ding hier mal ab.
Jetzt waren wir bei der 40, oder? Ja, 40. Das habe ich sogar rausgefunden, ohne es mit den Fingern nachzuzählen. Ja. Ja, und damit. Okay. Ja, damit. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, das ganze Ding hat euch gefallen heute. Und damit. Tschüssi.